Hallihallo, wie mega toll, dass du da bist, denn heute möchte ich gemeinsam mit dir einen Schmetterling malen. Und ja, ich freue mich total darauf. Und du machst das jetzt direkt so, dass du dein Papier quer hinlegst, also mit der langen Seite zu dir. Und ja, dann schnappst du dir deinen schwarzen wasserfesten Stift oder auch einen Bleistift oder einen bunten Wachsmaler. Den kannst du natürlich auch nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen auch direkt los und zeichnen uns den Schmetterling und dann malen wir den gemeinsam in bunten Farben aus. So, und wir starten beim Schmetterling in der Mitte. Du kannst mal gucken, wo ungefähr von deinem Blatt die Mitte ist. Bei mir ist das hier. Ich zeige dir mal, wo die Mitte ist, ne? Die Mitte bedeutet, dass wir hier und da ungefähr gleich viel Platz haben. Und so, jetzt muss ich erstmal meinen Stift aufmachen. Und ja, da habe ich hier so meine Hand und weiß, perfekt, hier ist meine Mitte. Und dann machen wir, ja, wir starten mit dem Körper von dem Schmetterling. Also mit diesem, was da innen ist. Und ich zeige dir einfach, wie wir das machen. Und du gehst einfach von hier oben, beziehungsweise lässt du hier ein bisschen Lücke, gehst du mit so einem leichten Bogen nach unten. Okay, also einfach einen großgezogenen Bogen nach unten, fast bis zum Ende von deinem Blatt, okay? Wir wollen ja, dass der Schmetterling ganz groß hier drauf ist. Deswegen ist es wichtig, dass du fast hier unten am Ende angekommen bist. Und dann machen wir diese gebogene Linie auch auf der anderen Seite. Guck mal einmal. So. Und gehen dahin. Ein kleines bisschen ist es auch so, wie wenn wir ein Blatt malen, ne? Nur, dass wir heute ein wirklich großes Blatt malen. Und dass hier der Körper von dem Schmetterling ist. Und dann können wir direkt hier oben die beiden Fühler machen. Ne? Machen wir so einen Strich und einen runden Kreis. Und hier auch einen Strich und einen runden Kreis. Und dann haben wir das schon mal. Dann können wir sagen, ah, okay, jetzt haben wir schon mal einen Schmetterling. Aber irgendwas fehlt. Die Flügel, natürlich. Der Schmetterling ist jetzt so völlig nackt. Das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich, dass der Schmetterling Flügel hat. Und dann machen wir das so, dass wir hier gucken, von da bis da, wo ist die Mitte? Ne? Also von hier bis da ist bei mir hier so die Mitte, ungefähr, ne? Auch nur so ungefähr. Und dann mache ich einfach hier einen Strich und da einen Strich. Ne? Dann machen wir uns so zwei Hilfsstriche auf beide Seiten. Und dann kommen wir jetzt und machen den Flügel. Und dann starte ich einfach hier oben und mache so einen großen, runden Bogen und gehe dann hier zu der Linie hin. Okay, ich zeige es dir. Also ich gehe zur Seite, mache einen Bogen und suche die Linie und sage, angekommen. Okay, und wenn du das hast, machen wir das auch auf der anderen Seite. Wir gehen zur Seite und rund und gehen zu der Linie. Wenn du da jetzt sagst, ich muss noch mal radieren, ich mache noch mal was, mach ruhig auf Pause, mach den Schritt ganz in Ruhe fertig. Und wenn du die Flügel hast, die oberen, dann machst du wieder Play oder Start und dann gehen wir weiter und machen natürlich die beiden unteren. Und guck mal, bei mir ist jetzt auch die eine Seite mit der anderen Seite unterschiedlich. Das ist total normal. Wir sind ja keine Maschinen und wir machen auch kein Foto, sondern wir malen das. Und auch bei dem Schmetterling wird es in echt unterschiedlich sein, okay? Deswegen darf es ruhig unterschiedlich sein. So, okay, dann mache ich jetzt den nächsten. Das heißt, ich fange hier wieder an, ich gehe hier wieder los und gehe hier rund und mache die Rundung und gehe hier unten hin. Mache ich hier genau das gleiche. Ich gehe zur Seite und rund. Und gehe hier unten hin. Und dann guck mal, dann habe ich tolle Flächen für den Schmetterling. Und da kannst du jetzt wirklich entweder das reinmachen, was ich reinmale, oder du hast ganz tolle wilde Ideen und kannst das ganz toll schon mal vormalen. Wir malen ja jetzt erstmal vor und malen das dann aus. So, also mir fällt als erstes ein, ich mache mal hier so einen Kreis. Und nochmal einen Kreis. Und dann wiederholen wir das natürlich immer. Ne? Der Schmetterling hat immer auf beiden Seiten das gleiche Muster. Wenn wir jetzt hier einen Kreis machen und noch einen Kreis, machen wir das hier auf der anderen Seite auch. Okay? Weil das ist so typisch Schmetterling, ne? Dass man das immer ein bisschen gleich hat. Okay, und dann mache ich jetzt hier noch so, wie so kleine, hier so ein Muster rein. Mit so zwei Halbkreisen und dann Spitze und zurück. Das finde ich sehr schick. Aber du guckst mal, ob du das mitmachst.
oder ob dir etwas anderes einfällt. Ne? Beides ist in Ordnung. Und ja, das finde ich jetzt sehr schick. Ne? Wichtig ist es eben auf beiden Seiten. Und jetzt überlege ich mal, was mache ich denn da unten rein? Ah ja, jetzt fällt mir was ein. Ich mache mal so einen Halbkreis und in den Halbkreis noch einen Halbkreis. Und hier einen Halbkreis und noch einen Halbkreis. Das sieht jetzt komisch aus, aber wenn ich das ausmale, dann wird das auf jeden Fall gut. Mache ich hier nochmal so einen Halbkreis und hier. Dann wiederhole ich das hier, damit ich das nicht vergesse. Und hier mache ich, glaube ich, noch so einen Kreis. Ja, das finde ich richtig toll. Oh, was für ein klasse Schmetterling. So, und jetzt lege ich mal meinen Stift zurück. Und ja, jetzt kannst du natürlich, wenn du sagst, oh, ich male hier noch innen aus, dann mach das ganz in Ruhe zu Ende. Oder du sagst, ach ja, ich bin jetzt auch schon fertig, Diana. Dann malst du das jetzt mit bunten Farben aus. Ich nehme dazu diese Stifte, das sind so Gouache-Stifte, weil die sind so toll weich und so toll farbdeckend. Aber du kannst auch deine Wachsmaler nehmen oder deine Wasserfarbe. Wenn du den Schmetterling auch so riesig gemacht hast, würde ich es nicht mit den Filzstiften machen, weil dann hast du so viel Fläche zum Ausmalen und der Filzstift hat ja nur so eine dünne Mine. Das würde ich dann nicht machen. Aber du schaust mal. Ich nehme auf jeden Fall diese Stifte. Und ja, dann malt jetzt jeder von uns in seinem eigenen Tempo, malt jetzt die einzelnen Flächen wieder aus. Aber was wieder wichtig ist, wenn ich hier den Kreis in Orange mache, mache ich das hier auch, okay? Das ist dann so, ne, dass es ganz gut zum Schmetterling passt. So, und dann gucke ich einfach mal, wo habe ich Lust, welche Farbe reinzumalen, okay? Und wenn du jetzt sagst, oh, die Stifte sind so super, das, was du da benutzt, das sieht ja toll aus, dann kannst du mal deiner Mama, deinem Papa, Oma oder Opa sagen, guck mal, unter dem Video, da ist auch ein Link zu meiner Internetseite www.malzauber.com. Und wenn man da bei den Live-Online-Kursen ganz nach unten geht, da ist so eine Materialliste-Empfehlung. Und da steht auch der Link zu den Gouache-Farben. Und die sind wirklich klasse, beziehungsweise ich finde sie klasse, weil sie so toll weich sind und man damit wirklich schön malen kann. So, okay, da mache ich jetzt mal Pink. Ich gebe zu, Pink ist meine Lieblingsfarbe. Und da male ich mal jetzt das hier in Pink aus. So. Super, dann mache ich das natürlich auch auf der anderen Seite. So, wow, das leuchtet schon richtig grün und pink. Und jetzt habe ich gerade gedacht, gelb wäre doch super. Jetzt nehme ich auf jeden Fall gelb. Ich überlege auch, ich glaube, ich mache den Körper hier gelb. Das ist, glaube ich, richtig gut. So, und dann mache ich, glaube ich, hier mal gelb. Und perfekt, dann mache ich hier mal den Kringelgelb. Und jetzt schaue ich mal, welche Farben. Grün vielleicht, ein helles Grün. Gehe ich mal darüber. Ja, dann mache ich ein helles Grün. Super, super gut. Und ich glaube, hier unten mache ich die gesamte große Fläche grün. Ja, das finde ich schön. So. Wow. Jetzt nehme ich nochmal lila. Lila finde ich auch ganz schick. Kann ich das mal hier machen mit lila? Und hier außen noch. Und da nehme ich dann, glaube ich, doch nochmal Pink. Wo hatte ich denn jetzt das Pink? War das dies? Ja. So.
Und dann mache ich da oben nochmal orange. In die Fühler rein. Ja, und wow, ich bin ganz begeistert von meinem Schmetterling. Und ich bin dir ganz sicher, dein Schmetterling wird super, super phänomenal gut aussehen. Und vielleicht hast du auch noch Lust, hier den Hintergrund in einer Farbe anzumalen, vielleicht dann auch mit Wasserfarbe. Oder du hast Lust, den Schmetterling auszuschneiden, obwohl das ist hier ein bisschen schwierig. Oder du hast den Schmetterling gar nicht so groß gemacht und du kannst noch viele kleine Schmetterlinge dazu machen. Du schaust mal und vielleicht hast du Lust, dass jemand von dir ein Foto macht mit dem Schmetterling und dann könnt ihr mir das per E-Mail schicken. Das findet ihr auch auf meiner Internetseite, okay? Da steht auf jeder Seite meine E-Mail-Adresse und dann könnt ihr mir ein Foto schicken von deinem Schmetterling. Da würde ich mich so sehr drüber freuen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal total viel Spaß mit deinem Bild. Deine Diana von Malzauber. Tschüss!